Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal was Besonderes für euch, denn es kommt meine erste Storytime. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal sowas machen werde, weil ich eigentlich nicht wirklich viel zu erzählen habe. Mein Leben ist jetzt nicht so krass. Aber dann ist mir wieder eingefallen, Mensch, da war doch mal eine Story, die du erlebt hast, als du noch ziemlich jung warst. Und die ist mir im Laufe meines Lebens immer wieder entfallen. Und naja, an Silvester ist sie mir auf einmal wieder eingefallen. Weil wir nämlich ein Bild gesehen haben, als wir in der Garage saßen. Und da haben wir uns gerade so Kinderfotos angeguckt. Und da haben wir ein ganz besonderes Bild gefunden. Und zwar das hier. Ihr fragt euch jetzt, was ist das für ein Bild? Man sieht, das ist ein Astronaut. Man sieht, vor ihm schwebt irgendein Gemälde. Ja, das ist mein Gemälde. Ich habe tatsächlich ein Bild gemalt, was 187 Tage auf der ISS-Raumstation war. Schon ziemlich cool. Ungefähr 2004, da war ich 6 Jahre alt. Ich bin gerade in die erste Klasse gekommen und wurde für einen Nachmittag nochmal in den Kindergarten zurückgerufen. Ich war ja in Burna im Sputnik-Kindergarten. Als ich dann nochmal zurück in den Kindergarten gerufen wurde, war der Tassilo Römisch dort vor Ort. Und der ist wahrscheinlich auch heute noch in Verbindung zu bringen mit dem Raumfahrtmuseum in Mittweida. Und der war dann dort und hat mir erstmal erklärt, dass mein Bild im Weltraum war. Ich habe nämlich, als ich noch im Kindergarten war, an einem Malwettbewerb teilgenommen. Ich konnte schon früher immer ziemlich gut malen, also beziehungsweise immer etwas besser als andere Kinder. Und da habe ich halt den Malwettbewerb gewonnen. Das Thema war Mensch auf dem Mars. Ja, und mir war aber überhaupt nicht klar, dass sowas dann dabei rauskommen würde. Ich habe einfach ein Bild gemalt, habe es abgegeben, hatte Spaß dran und ja, als ich dann in der ersten Klasse war, habe ich dann erfahren, ja, du hattest doch mal einen Malwettbewerb gewonnen. Übrigens war dein Bild im Weltraum. Okay. Als ich dann wieder an diesem Tag in den Kindergarten zurückgerufen wurde, war ich danach natürlich auch in der LVZ sehr oft. Ich war auf der Titelseite, ich war sonst wo. Hier als Beweis, dass das Ganze auch stimmt. Das ist die kleine Stefanie. Das ist Tassilo Römisch, der hält das Bild von dem Astronauten in der Hand. Und hier hat er uns Kindern so ein bisschen vorgestellt, was alles so mit der Raumfahrt zusammenhängt und wie das da so abläuft. Also ihr seht schon mal, ich lüge nicht. Allerdings wäre das Projekt fast schief gegangen. Die Firma, die das Bild eigentlich mit in den Weltraum nehmen sollte, die hieß Space Wish, die ist pleite gegangen. Und dann hat aber ein russischer Astronaut von der Geschichte erfahren. Gennady Padalka, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ja, der hat dann mein Bild, was ich gemalt habe, mit in den Weltraum genommen auf die ISS. Und ja, da ist es dann 187 Tage mit um die Erde geflogen. Und das Mysteriöse ist aber, dass es verschwunden ist. Mein Bild ist offensichtlich im Weltall verschollen, also mein original gemaltes Bild. Das Bild von dem Astronauten, was geschossen wurde, wo mein Bild im Vordergrund schwebt, das hängt im Kindergarten bis heute aus. Das weiß ich, weil ich in der 9. Klasse mal ein Praktikum bei der LVZ gemacht habe und da einen Bericht über Kindergärten schreiben sollte und was sie denn alles so im Herbst machen. Und da war ich natürlich auch in meinem früheren Kindergarten. Hab danach gefragt und habe das Bild gesehen, wie es da immer noch aushängt. Und ich muss sagen, das ist schon ziemlich cool. Gerade eben habe ich noch einen Zeitungsartikel gefunden, der besagt, dass aufgrund meines Bildes, was im Weltraum war, der Kindergarten auch gleich mal einen Computer bekommen hat. Und früher haben eigentlich fast keine Kindergärten einfach so einen Computer bekommen. Ich meine, das war 2004. Das ist lange her. Ja, und immer wenn ich mir denke, die Steffi, die hat doch bisher eigentlich noch nicht wirklich was erreicht, dann kann ich mir sagen, nein, das stimmt nicht, denn ich habe sehr wohl was erreicht, schon als kleines Kind. Zumindest ist es mal eine Story, was man Freunden erzählen kann oder Leuten, die man gerade kennenlernt, weil die ist schon ziemlich cool, finde ich. Ja, das war meine erste Storytime. Mal schauen, ob noch irgendwann mal was dazu kommt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und kommentiert, ob ihr einfach mal aus Fun bei irgendeinem Wettbewerb teilgenommen habt und dann sowas Krasses dabei rausgekommen ist. Das würde mich auch mal voll interessieren. Um keine weitere Storytime zu verpassen, wenn da noch eine rauskommt, dann klickt natürlich auf Abonnieren.
Ja, und bis dahin, bis zum nächsten Video. Bye, bye.